Hallo zusammen und willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir sind wieder im Lager angekommen und sollen mit Carla sprechen. Wir sind bei der Mission der zweite Sohn. Sie. In der Nähe des Labors gibt's einen Wasserturm. Du hast ein Bild auf dem Handy. Ich warte da oben. Und wann verrätst du mir deinen großen geheimen Plan? Bald, Danny. Bald. Okay, das war jetzt nicht geplant. Jetzt sprechen wir erstmal mit Carlos. José soll mächtig sauer sein wegen dem Gift. Du hast einen kurzen Prozess mit seinem Laden gemacht. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Vielleicht. Also bitte ich dich jetzt um einen Gefallen. Unsere Leute vergammeln in Josés Gefängnissen. Einer von ihnen, Miguel, ist wie ein Sohn für mich. Wir brauchen einen Gefängnistransporter, um sie rauszuholen. Klau einen, dann treffen wir uns an der Tankstelle beim Gefängnis. Wir fahren rein, laden unsere Leute auf und verschwinden, bevor irgendjemand was mitkriegt. Ich vertraue dir, Turi. Also, verkack es nicht. Lass dir nicht so viel Zeit mit dem Gefängnistransporter. Wer wagt sich in diesen legendären Kampf? Dann würde ich erstmal sagen, wir schauen mal, wo der ist. Ob wir eine Schnellreise machen können oder ob wir mit unserem Wagen dahin fahren. So, jetzt erstmal raus. Wir sind wieder neu aufmunitioniert, Waffen alles beim Alten gelassen. Dann gucken wir mal, wo führt uns unser Ziel hin? Die Tabakfabrik, da war es nicht. Du sag mal. Ich sehe kein Ziel. Moment, da müssen wir nochmal... Notizbuch. Es ist verfolgt. Jetzt nicht mehr. Ah, es war bloß noch nicht aktiv, oder? Stiehl ein Paria-Laster vom Militär. Ich habe sie auf der Hauptstraße von Costa del Mar fahren sehen. Ah, okay. Costa del Mar auf der Hauptstraße. Sicherlich eine der beiden hier. Wollen wir einfach mal hier runterfahren? Ich fahre lieber. Ein Paria-Laster. Hier ist deine Karre. So gut wie neu. Gracias, gracias. Meine Fresse. Turi, Fili schickt dir ein Bild von dem Truck, den wir brauchen. Kannst du das nicht selbst schicken? Das würde ich, wenn dieses scheiß Telefon machen würde, was ich... Was für ein Typ. Wartet mal. Hier, treten wir auf die Bremse. Schauen uns eben das Foto an. Ach, den hatte ich vorhin schon mal gesehen. Okay, weiß ich Bescheid. Das heißt, jetzt gucken wir auf der Hauptstraße umher, bis wir so ein Laster finden. Da gibt es Benzin. Hier haben wir direkt einen vor uns. Denke ich zumindest. Okay. Ich glaube, da kommt nicht mehr klar, der Fahrer. Absolut. Absolut nicht. Und dann noch gegen Gastank. Was ist mit dem los? Dieses Mal habe ich... Thank you.
Carlos, ich hab den Truck. Gut. Hol mich an der Tankstelle ab. Boah. Bin unterwegs. 2000 Meter. Okay, wir sind hier oben im Rang 5 Gebiet. Gut, ich würde mal langsam hochfahren. Und wir sehen uns dann gleich oben wieder. Das dauert eine Weile. Ich sehe schon hier rechts, links. Da müssen wir auch mal vorbei, ja, die ganzen Kisten looten. Carlos, bin gleich da. Gut, bring den Truck in die Garage. Wird gemacht. Wir senden live aus Esperanza. Ihr hört Radio Verdad. Wow, ein echter Verkleidungskünstler. Klappe zu und setz dich nach hinten. Okay. Das ist das erste Mal seit dem Ausbruch, dass ich hierher zurückkomme. Meine Kinder sind hier früher zur Schule gegangen. Wie lange hast du gesessen? 8 Monate, vielleicht länger. Ich habe 18 Stunden am Tag auf den Feldern geschuftet und das Gift geatmet, das einem den Verstand vernebelt. Puh, klingt grauenvoll. Ja, aber ich hatte Miguel. Wir haben uns gegenseitig Kraft gegeben. Stimmt, du meintest, er wäre wie ein Sohn für dich. Er ist der härteste Kerl, den ich kenne. Ich habe ihn wie mein eigenes Kind aufgezogen. Habe ihm Boxen beigebracht. Er wäre Senor Yara geworden, hätte man uns nicht geschnappt. Wie habt ihr es rausgeschafft? Camila hat sich eines Nachts eingeschlichen und 3 Wachen aufgeschlitzt. Sie hat 2 Kugeln eingesteckt. Eine Geisel genommen und Fili und mich rausgeholt. Oh ja, klingt nach Espada. Ganz mein Mädchen. Aber sie konnte Miguel nicht finden und der Aufruhr wurde immer größer. Also haben wir ihn mit 4 anderen zurückgelassen. Ich hoffe, er hat es irgendwie geschafft. Wir kommen näher. Klappe halten. Carlos Montero, was machst du hier? Wo ist Miguel? Keine Ahnung, die Wachen haben ihn hier weggesperrt. Ja, da, das war's. Wir gehen. Geh, ich finde Miguel. Wirst du erwischt, stehst du gegen die Scheißarmee. Ist schon okay, Papa. Ich bin doch schon groß. Du hast sie nicht mehr alle. Wir treffen uns an der Tankstelle, wenn du ihn hast. Suerte. Hola. Bibinga. Ich weiß gar nicht, wie dieser Typ aussieht. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Wir sind ja hier oben im Rang 5 Gebiet, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also versuchen wir die zwei und den, der da gerade repariert. Da ist ein Ingenieur. Da war ein Ingenieur. Verdammt. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ist der Fall der Lama in der Lage, sie zum Wiederaufbau des Landes zu sein. Alles in der Lage,
Sonny im Einsatz. So, wir looten natürlich noch ein bisschen. Oha. Luftunterstützung! Ich weiß gar nicht, ob es noch was bringt, wenn wir jetzt den Alarm deaktivieren.
Scheiß. Wir laufen weg. Du bist hoffentlich Miguel. Er kommt gleich wieder. Wir haben zu viel rumgeballert. Was denn nun? Okay, ich versuche jetzt einfach ein bisschen hier außerhalb zu bleiben, dass wir wieder aus dem gesuchten Bereich rauskommen. Also, dass wir nicht mehr gesucht werden. Jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken. Ich soll dem Sicherheitsbüro von Hauptgebäude nach dem Schlüssel suchen. Die Luft ist rein. So, da machen wir jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Wartet mal, ein bisschen ruhiger voran. Nehmen wir mal Wahrnehmungsgranate. Dynamit ist leider alle. Baseball, Molotov-Cocktail. Jetzt kommen wir da nicht mal hoch. Hier im Hauptgebäude müssen wir suchen. Na, kommt der hoch? Nee. Da ist der Schlüssel. Jetzt befreie ich Miguel. Ich weiß es! Die sind weg. So eine Alarmanlage dort.
Ich sollte den Alarm ausschalten. Was? Wir sind verloren. Montero schickt mich. Lass uns schnell von hier verschwinden. Geh vor. Carlos, ich habe Miguel gefunden. Gute Arbeit, Turi. Dann hol ihn jetzt da raus und wir treffen uns an der Tankstelle. Okay. Schon. Oh, was sehe ich hier? Uran. Miguel, komm! Ein Truck, scheiße! Ja, da müssen wir nochmal zurückkommen. Das Loot, das schaffen wir ja nicht. Mit dem im Schlepptau. Etwas können wir ja mitnehmen. Carlos sagte, er hätte dich aufgenommen. Dir bald was weiter. Etwas weiter wo? An der Tankstelle. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber du musst mir vertrauen. Allein oder ist da noch alles jemand? Ist gut. Acere, du stellst viele Fragen. Nur er. Wir sind fast da. Bin direkt hinter dir. Was ist denn du?
Komm, Miguel. Hier, 60 Meter noch in die Richtung. Okay, ich dachte, wir sind schon da. Irgendwas ist da oben auf dem Dach. Das interessiert mich. Da haben wir auch eine Zeichnung, dass da eine Kiste oben ist. Da hoch? Nun gar nicht mehr. Da ist er, Senor Yara. Na los, komm rein. Ja, Bruder. Ich wusste, du kommst mich holen. Assere, du siehst fertig aus. Ich dachte, eure Vorräte wären rationiert. Du Drecksack. Noch trocken. Das ist gut. Ich trinke seins. Miguel. Es tut mir leid, dass ich dich nicht früher geholt habe. Ich hab's versucht. Ich hätte dich niemals vergessen. Hör auf mit dem Scheiß. Wir wollen alle nur überleben, Bruder. Genug geredet. Gib mir diese scheiß Gitarre. Das war gut, Turi. Am Anfang wollte ich dich einfach wie ein Krokodil häuten, aber jetzt bist du auch ein Montero, Dani. Gracias. Also, sag ich jetzt auch, Papa? Halt's Maul und trink. Das war mal wieder eine richtig schöne Mission. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. Neue Waffen sollen verfügbar sein. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Entweder müssen wir es noch weiter ausbauen, dass wir bessere Waffen hier finden. Und da kann ich euch ja gleich nochmal zeigen, für was wir eigentlich den ganzen Loot sammeln. Schön, dich zu sehen, Danny. Und zwar haben wir ja hier an diesem Stützpunkt das Verstecknetzwerk und den Guerilla-Stützpunkt gewählt und diese können wir ausbauen und ihr seht hier, die verbrauchen wirklich sehr viele Ressourcen. Metall, Benzin, hier brauchen wir auch Metall und Benzin, gerade mal Stufe 1 sind wir jetzt und es gibt noch 4 weitere Verbesserungen, welche wir dann in den anderen beiden Stützpunkten errichten werden. Das nochmal ganz kurz so nebenbei und wir machen hier erstmal Schluss für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Mir hat es wieder mega viel Spaß gemacht, hier die Story weiter zu verfolgen. Und ihr wisst Bescheid. Däumchen, wenn es gefallen hat. Kommentar. Sehe ich immer gerne. Und dann macht's gut.